Hallo meine Liebe und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es einen Kollektiv-Haul. Und ja, ich war ein bisschen shoppen im Januar. Viel ist es nun nicht geworden. Insgesamt sind es knapp 38 Euro, die ich ausgegeben habe an dekorativer Kosmetik und Tools und Pflege. Und ich würde sagen, wir legen los. Ganz am Anfang und spektakulär habe ich Bio-Wattepads wieder gekauft. Das ist die zweite Packung. Ich habe mir zwei geholt. Die andere ist schon fast leer. Und ja, werden immer wieder nachgekauft. Für 95 Cent kriegt man 60 Stück. Finde ich in Ordnung. Komme mit denen gut klar und werden auch wieder nachgekauft. Dann habe ich bei DM noch eingekauft von Valea ein Lippenpflege-Peeling mit Kokosduft. Ja, es ist ein Lippenpeeling in Stiftform. Sieht auch schon sehr abgenutzt aus. Kann man das erkennen? Da so ein bisschen. Also es ist schon so ein bisschen hubbelig. Ja, trägt man ganz normal auf wie ein Lavello und dann peelt sich so die Lippenhaut. Ist ganz angenehm. Vom Kokos bekomme ich zum Glück nicht ganz so viel mit. Allerdings würde ich mir halt wünschen, wenn es noch eine andere Duftrichtung geben würde. Irgendwas vielleicht ganz Neutrales, ohne Kokosduft. Aber für 95 Cent kann man das mal ausprobieren. Ebenfalls im DM mitgenommen habe ich mir ein Blush Brush von Real Techniques. Ja, den benutze ich für meinen Bronzer und Contour. Und bin sehr damit zufrieden. Würde ich mir wahrscheinlich auch vielleicht nochmal holen, dann auch wirklich für Blush. 12,95 € habe ich dafür bei DM bezahlt. Und ja, bin echt zufrieden. Mal sehen, wie er sich noch beim Waschen macht. Das habe ich noch nicht ganz mit Produkt gehabt. Ich habe ihn vorher einmal gewaschen, aber ja. Mal schauen, ob er dann vielleicht nochmal Haare lässt oder nicht. Mal schauen. Ich war dann auch bei Rossmann unterwegs, war da so ein bisschen stöbern und habe diese drei Päckchen gefunden. Das sind diese Slice-Masken, also diese einzelnen Mini-Tuchmasken quasi von Isana mit Orange, Wassermelone darf natürlich nicht fehlen und Gurke. Die waren runtergesetzt für 55 Cent, scheinbar eine LE und sind damit raus. Wie du sehen kannst, habe ich Orange schon mal verwendet. Ist ganz lustig. Ich habe 6 Stück verwendet und ja, gefällt mir auf alle Fälle ein bisschen besser als Tuchmaske. Aber zu 100% ist es auch nicht meins. Ja, weiß ich nicht. Ich bleibe einfach bei Cremasken, denke ich. Ich werde sie jetzt aufbrauchen und dann war es mir der Spaß wenigstens einmal wert. Ich hatte ja immer so diese Coco-Star-Masken gesehen, aber den Preis dafür nicht zahlen wollen und hier 55 Cent ging dann klar, finde ich. Und vielleicht sind ja Gurke und Wassermelone nochmal anders. Und als letztes, darüber freue ich mich am meisten, habe ich bei einer Instagrammerin bei ihrem Sale zugeschlagen. Und zwar hat sie rausgeschmissen aus ihrer Sammlung die Fenty Beauty Pro Filter Soft Melt Foundation. Das ist die Farbe 120. Ich habe sie heute auch schon gleich ausprobiert. Konnte ich natürlich nicht die Finger von lassen. Ein bisschen zu hell ist sie. Jetzt im Winter geht es. Aber wenn es jetzt so Richtung Frühling geht, könnte es schwer werden. Ich bereue den Kauf nicht. Ich habe dafür noch 20 Euro bezahlt für eine so volle Flasche. Und zum Testen optimal, finde ich. Ich habe verdunkeltes Tropfen, deswegen werde ich damit nochmal ein bisschen rumexperimentieren und ja, kann dann wenigstens mal testen, wie diese Foundation ist. Und bisher gefällt sie mir eigentlich ganz gut. Ja, das war auch schon mein kleiner Drogerie-Instagram-Haul. Viel ist es nicht geworden. Ich hatte mich auch ein bisschen zurückgehalten, weil Anfang des Jahres viele Zahlungen offen sind und ein Umzug noch bevorsteht. Und ja, Februar wird deswegen auch wenig sein, denke ich, hoffe ich. Mal schauen, wie das dann die nächsten Monate bringt. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen angenehmen Tag.
verlinkt dir hier drüben mein letztes Aufgebraucht-Video und darunter vielleicht auch noch meinen neuesten Upload. Auf der anderen Seite kannst du meinen Kanal kostenlos abonnieren, wenn du wissen möchtest, was ich im Februar zugelegt habe. Und ja, wir sehen uns. Tschüss.